Gregor, schön, dass es geklappt hat. Sorry erstmal, dass ich die vergessen habe, tatsächlich in die Liste einzutragen. Bevor wir aber zu dem Community, zu deinem Clan eingehen, zu den Jägern, erstmal vielleicht zu dir. Wer bist du und was machst du? Jo, also, der Nickname Grey Wolf kommt halt noch aus der Zeit, wo ich gerne mit U-Booten gefahren bin online und real-mäßig heiße ich halt Bernd Falkenhayn. Das kann man auch in anderen Kanälen sehen. Bin schon über 30, eigentlich über 40 und bin Squadleader im Jägerbataillon 533, eher durch Zufall geworden, weil nach einem Dreivierteljahr, als dieser Squad bestanden hat, der eigentliche Squadleader passiv geworden ist und dann seinen Job an den Nagel gehangen hat. Und so wurde ich dann halt vom Stealth-Squadleader im ersten halben Jahr auf einmal zum Squadleader und dann ist es so ein bisschen ein kleines Herzprojekt geworden, dass man es dann halt weitermacht. Klassisch gesehen bin ich sicherlich ein armer Fanboy. Das heißt, ich sehe eher die positiven Entwicklungen als die negativen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich wirklich seit 2001, also seit OFP mit den letzten Modifikationen und Zusatzmissionen rauskam, bin ich dabei und habe dann halt auch eine kleine Auszeit genommen zwischen OFP und Arma. Deswegen sehe ich halt wirklich die Entwicklung und bin ich irgendwie durch ein anderes Spiel reingekommen. Ja, dann habe ich noch mit jemandem anderen, der aber, glaube ich, schon passiv ist, in dem ich auch nicht mehr im Kontakt stehe, die Gecko gegründet. Man darf mich auch zusätzlich als Community-Nerd quasi bezeichnen, weil ich irgendwann mal angefangen habe, in der Community mitzulesen. Dann habe ich damals unter OFP-Zeiten, da gab es OFP-Info, glaube ich, hieß das Forum damals, da war ich nicht so aktiv. Unter dem HX3-Forum, was es noch gibt, aber ja doch ein bisschen am Aussterben ist, habe ich viel geschrieben, bis man mich da wegen einer Meinungsverschiedenheit gekickt hat. Und dann bin ich bei Arma 2, nee, Arma 2 Base war ich dann sehr aktiv und dann natürlich bei Arma World, als das frisch aufgemacht hat, habe ich halt versucht, diese Plattform auch zu unterstützen. Ja, das ist so alles zu meiner Person. Und du hast gerade schon einen sehr, sehr wichtigen Begriff gesagt, auf den ich gerne jetzt nochmal eingehen würde, weil ich persönlich es eigentlich schon immer eine gute Sache fand, das Projekt dahinter, die Gecko. Erstmal, du wirst immer damit wirklich in Verbindung gebracht, also dein Name fällt da relativ häufig, wenn es darum geht. Was ist die Gecko und gehört das zu euch, also der Community selbst? Ja, die Gecko. Nein, die Gecko gehört nicht zum Jägerbataillon 533. Das ist ein Eigengewächs von mir und noch jemandem gewesen, der aber auch schon passiv ist und ausgesprochen heißt die Gecko German Co-op Community und war damals, ja, um es kurz zu umreißen, also die Gecko war mal bei der Arma 2 Zeit, da gab es Tactical Nights in Frankreich und Großbritannien und Polen und die haben es immer so gemacht, dass du dich da ohne Anmeldung einloggen konntest, dann wurde da irgendein Befehl rausgegeben, dann gab es mal, also wirklich Co-op, dass man dann ein gewisses Ziel erreichen musste. Dafür musste man sich nicht anmelden, man musste keine Mods runterladen, man konnte einfach so taktisch geführt spielen. Also die Teamleader, die Teamleiter und die Zugführer waren meistens dann von diesen Tactical Knights. Das hatten wir als Ziel. Da gab es dann auch damals noch Brigade 2010, waren da welche mit aktiv beim Eindenken. Germany Fun war noch der zweite, der das mit ins Leben gerochen hat, auch der mit mir das dann weitergeführt hat. Wir wurden dann leider vom HX3-Moderator, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, ein bisschen ausgebremst, indem er ganz nett schrieb, diskutiert hier nicht so lange rum, macht's doch einfach, lass mal Taten sprechen. Das hat uns ein bisschen gefrustet, weil wir dann nicht bei HX3 dann dafür Werbung machen konnten. Aber wir haben uns dann ein privates, super billiges, freies Forum gezogen und haben, also nicht gezogen, sondern genutzt und haben dann da quasi die Gecko, die erfunden. Also wir haben uns überlegt, wie können wir ganz nah bei diesen Tactical Knights sein mit den Vorteilen, dass man sich ja so schnell einloggen kann, sich nicht anmelden muss, keine Mods nutzen muss. In welchen Namen nehmen wir und was ist uns wichtig? Und zwar halt wichtig, dass man taktisch Koop spielt, den Leuten aber auch ohne taktisches Wissen zeigen kann, wie viel möglich ist. Und es ist nicht nur wilde Ballerei, damals war Battlefield ja noch ein starker Konkurrent, dass es nicht nur wilde Ballerei ist, obwohl ich das nicht zu Battlefield-Leuten sagen würde, aber dass da mehr dahinter stecken kann. Genau, dann hatten wir überlegt, sowas wie die Tactical Night, das soll es halt sein. Wir haben es jetzt geschafft. Es ist jetzt schon, glaube ich, im 10. oder 11., 12. Jahr, glaube ich. Dann haben wir es damals wirklich so gemacht. Deswegen ist es so wichtig, dass es eben nicht das Jägerbataillon 533 ist, weil uns sehr wichtig war, dass die Gecko als Clan neutral auftritt. Dass eben keine Konkurrenz zu Clans
kein Clan, der dahinter ist. Auch jeder Missionsbauer, jeder, der da mitwirkt, das ist so das höchste Gebot, dass du mit der GECO so gut wie möglich keine Clan-Werbung machst. Eben weil wir nicht Konkurrenten der Clans sein wollten, sondern Fürarbeiter, um die Leute quasi vom Freelancer, vom wilden Servergehopfe hin in die Community bringen wollten. Da gab es zwei ganz lange, fast 1,5 Stunden lange Diskussionsrunden mit den jeweiligen Unterstützern. Damals war das noch Brigade 2010, Germany Fun fällt mir zu, beide Begriffe fallen mir ein, aber es gab noch, ich glaube, 5, 6 andere Clans. Letztendlich ist es von den Clans dann keiner geworden, der uns weiter unterstützt hat. Am Anfang war es Germany Fun mit dem Server. Dann haben wir noch einen eigenen Server gehabt. Und letztendlich sind es dann halt 4, 5 Freiwillige geblieben, die das weiter unterstützt haben. Da fällt mir auf jeden Fall Psycho Bastard ein, den man auch kennt. Der ist auch noch in Armor World ab und zu mal aktiv. Der hat uns sehr lange und mit sehr guten Missionen versorgt. Und so ist es dann halt immer weitergegangen. Wir haben immer mal einen Missionsbauer gehabt, die haben immer so ein bisschen durchgewechselt. Dann hat mal einer eine riesige Mission Base gebaut, also von der du aus immer starten kannst. Dann war irgendwann die Zeit, wo Armor Coop, also nee, Armor CO quasi aktiv wurde. Dann ging es irgendwann zu Arma 3 über. Das hat uns dann auch lange gebraucht. Ja, und im letzten Jahr haben wir dann den Schritt gewagt und haben gesagt, okay, es wird massiv gefordert. Wir haben sonst keine Koops mehr vollbekommen. Dann machen wir es halt mit Mods und haben dann dafür, also ich gar nicht, sondern es waren immer andere, haben so einen Mod-Downloader, der wirklich ja so simpel ist, dass man ihn nur anklicken muss, haben wir dann entwickelt. Und somit ist immer noch unser Ziel, primär freie Spieler anzulocken, dass sie nicht nur Kill of the Hill und wie das alles heißt spielen, sondern dass sie vielleicht auch mal über diese Erfahrung, dass wenn man in einer Gruppe ein Gebäude stürmt, dass das total interessant sein kann und auch sich sehr realistisch dann vielleicht auch anfühlt, wegkommen als von dem wilden, freien Spielen, wo es dann nur darum geht, dass ich vielleicht die meisten Kills habe auf dem Server. Was wir immer suchen, sind Missionsbauer. Wer also sagt, hey, für die GECO, die möchte ich gerne unterstützen. Missionsbauer sind immer gefragt und natürlich auch Orga-Leute. Im Grunde genommen sind wir im Moment ein 3 bis 4 Personen starkes Team, was es immer aufbaut. Mehr ist es nicht und deswegen sind leider auch noch die Internetseite so minimal und nicht auf dem neuesten Grafikstand. Kommen wir zurück zu dem Jägerbataillon 533. Die Zahl 533. Wieso? Ja, jetzt könnte man ja denken, wir würden das so machen, dass irgendwelche wilden Buchstaben im Alphabet dahinter stehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern damals, als wir Namen gesucht haben, oder das war ja primär dann ich, wollte ich ein Jägerbataillon, das sollte es auf jeden Fall sein, und es sollte irgendwas mit 500 sein. Ja, dann gab es eine Reihe von aufgelösten Jägerbataillonen in der Heeresreform 3 und die 533, das Jägerbataillon, kommt aus Düren, also auch in der Nähe von meiner Heimat. Ich hatte dann auch ein paar Connections, sodass wir auch wirklich das Originalwappen von denen bekommen haben, konnten noch ein paar Hintergrundinformationen von damals wirklich aktiven Dienstgraden in diesem Jägerbataillon aufschnappen. Und ja, also uns war schon wichtig, dass wir eine Einheit nehmen, die es wirklich gab. Einmal um den Tribunen und Traditionen zu folgen, aber auch, weil wir schon realistisch sein wollten, aber nicht halt so mit Dienstgradgeschrei und sowas, das nicht. Aber das war das Ziel, also ein wirkliches Jägerbataillon zu finden. Kommen wir von der Vergangenheit, beziehungsweise bevor wir zur Vergangenheit gehen, wie der ganze Clan gegründet wurde, habe ich eine andere Frage an dich. Und zwar ist es so ein bisschen an allgemein die Arma-Schiene, die ganze Szene gerichtet. Und zwar die Arma-Community ist am Schrumpfen. Spürt ihr das extrem als kleine Community? Also was wir auf jeden Fall spüren, wir hatten, oder das Jägerbataillon hat durch seine Struktur bezüglich neuer Mitglieder und Vollmember sehr davon gelebt, dass wir Trail-Member hatten, die dann entweder es geschafft haben, die Trail-Zeit zu überleben oder halt nicht. Und aber auch durch diesen Durchfluss konnten wir uns immer, oder sind eigentlich nur die geblieben, die auch selbst aktiv geblieben sind. Wir hatten immer einen sehr großen Durchfluss an Trail-Membern. Also manche haben es halt nicht geschafft oder manche sind dann in die Passivität gefallen. Das merken wir stark, weil es jetzt wirklich sehr schwer wird, Trails zu finden. Ich weiß nicht, warum? Aber es ist wirklich so. Und ich finde es ein bisschen schade. Wir würden gerne mehr frische Member aufnehmen, aber das ist halt so. Die Community geht zurück und es wird quasi jetzt um jeden verlässlichen Spieler hart gekämpft. Dann merkt man es natürlich bei den Events. Also wir haben mal unter Arma 2 CO-Zeiten Public Events mit 65 Leuten und mehr gemacht. Das ist einmal nicht mehr so möglich, weil wir intern nicht mehr die Leute haben. Also waren damals so Crews von 6 bis 8 Leuten, die das in einem Event-Team zusammengemeißelt und genagelt haben. Die haben wir so nicht mehr da. Es ist jetzt auch so, damals war das schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Heute ist das Standard. Also heute
Gut, ich habe jetzt gesehen, durch die neue Armor World-Umstellung ist der Kalender nicht mehr so da, aber es gibt ja die Möglichkeit, in dem Armor World-Bereich quasi Events auszuschreiben. Das wird ja auch genutzt. Ist auch gut, dass das genutzt wird. Damals war das eben so, da gab es das noch gar nicht so häufig. Und man merkt jetzt halt aber auch, dass die Community zurückgeht, dass also auch diese größeren Events nachlassen. Also es gab mal eine Zeit, da hast du fast hättest du theoretisch jeden Abend in der Woche an einem Event teilnehmen können. Ob die Qualität dann immer gut war, das möchte ich nicht beurteilen, sagen wir es so. Jetzt ist das halt auch wieder ein bisschen rückläufig. Finde ich ein bisschen schade. Und natürlich, was man auch merkt, wenn die Community zurückgeht, also der Hype abflaut, ist es natürlich auch schwierig, seine internen Leute zu halten, denen zu sagen, hey, bleibt dabei, Leute, es ist jetzt nur eine Flaute. Bohemia wird euch bestimmt noch was vor die Füße geben, was ihr dann auch weiter nutzen wollt. Das sind, glaube ich, die drei Hauptgründe, die wir zu spüren haben. Absolut. Und nicht nur ihr, auch andere Communities kämpfen genau mit dem Faktor. Und da wird die Zukunft zeigen, wie es sich weiterentwickelt. Und ich drücke euch dafür ganz, ganz herzlich die Daumen. Doch kommen wir aber zu was Positivem. Zwar ist es jetzt immer schwieriger geworden, aber der Clan wurde ja irgendwann gegründet. Was ist die Geschichte hinter dem Clan? Also der Clan wurde 2007 im Januar quasi gegründet. Wir hatten auch vor 3 Jahren, glaube ich, ja dann. Genau, vor 3 Jahren hatten wir eine Geburtstagsfeier. Sehr unspektakulär, aber immerhin. Und wo wurde er gegründet? Also einige von uns sind ja noch aus dem ganz alten OFP-Clan Jägerbataillon 511. Ganz alten OFP-Hasen wird er bekannt sein. Die haben mal ein Jägerbataillon 511 Tournament, so hatten sie das genannt, gemacht. Das ist einmal durchgelaufen und das zweite Mal haben sie es dann irgendwann mal abgebrochen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das sowas wie eine Liga, so ein Liga-Fight, den die organisiert haben. Möchte aber auch nicht zu viel dazu sagen, weil da war ich noch nicht in dem Clan. Ich bin kurz danach in den Clan gekommen, weil ich einen OFP-Clan gesucht habe, der Bundeswehreinheiten hatte und in Deutschland mit deutschen Spielern halt war. Und ich habe leider in dem Clan dann wirklich nur noch die abflauende Zeit miterleben dürfen. Das ging dann so weit, dass man sich dann irgendwann mal, ich glaube 2005 oder 2004 war das, da hatte man sich dann dazu geeinigt, vielleicht auch noch früher, dass man OFP nicht mehr primär spielen will, sondern Joint Operations, so hieß das damals, und dann sind eben auch die aktiven Playerzahlen stark zurückgegangen. Das war also das Vorspiel und irgendwann hieß es dann, hey, das Jägerbataillon 511 wird mit 6-Bit Under zusammengehen und nennt sich jetzt Core. Und haben wir alle gesagt, oh, schön, Core, toll, ja, kommt jetzt auch bald Arma raus und da haben wir uns einen guten Partner gesucht. Jetzt gehen wir in eine große Gaming-Community, 6-Bit Under, die sind ganz aktiv und da gehen wir mit denen zusammen. War eine gute Idee. Das hat auch so ein bisschen, sagen wir mal, das Know-how dahinter wiedergebracht, Server, Forum etc. Problem war halt aber, dass sich beide Clanleitungen überworfen haben und das relativ schnell. Wir hatten in der Zeit gesagt, wir möchten gerne auf jeden Fall Armored Assault als wieder primäres Spiel spielen. Und der Clan, also die Clanleitung Jägerbataillon 511, die sich dann mit 6-Bit Under überworfen hatten oder ja nicht mehr diesen Chor weiter beitreten wollten oder bleiben wollten, die haben gesagt, nee, den Namen Jägerbataillon 511, den dürft ihr nicht weiter verwenden. Den möchten wir uns für Operation Flashpoint 2 aufbewahren. Das war ja gerade erst angekündigt, sollte kommen. Und da waren wir natürlich sehr verärgert, weil wir haben gesagt, ja Mensch, also hier OFP-Clan, das ist ja ein Name, den kennt noch jeder. Das hat ja auch einen Werbeeffekt. Schade. Und dann haben wir uns auch ein bisschen, um so ein bisschen zu ärgern, gesagt, dann müssen wir ganz nah bei dem Namen sein. Jägerbataillon 511 und dann geht man halt in die Google-Suche und dann kam halt dieser berühmte Zufallstreffer, dass das Jägerbataillon 533 eben auch aufgelöst war und durch einen Zufall, da war ich auch noch aktiver Soldat, kannte ich da auch noch welche, oder nee, da war ich nicht mehr aktiver Soldat und ich kannte noch aktive Soldaten aus der Zeit und konnte mich daher auch ein bisschen im Background-Wissen zu diesem Jägerbataillon 533 einarbeiten und habe dann auch da quasi Wappen bekommen, Gliederung etc. Ja, und vorher durften wir uns nur Profi Team nennen. Also unter Jägerbataillon 511, unter dieser Core-Vereinigung dürften wir als Armor-Player uns nur Profi-Team nennen. Und das war natürlich ein bisschen unschön. Das heißt also, mit dem Rauskommen von Armored Assault haben wir also als Profi-Team bis zum 7. Januar 2007 agiert. Und dann, als dann Core ist zerbrochen, so um Dezember, Januar, also zu Jahreswechsel, sind dann alle Jägerbataillon 511 treuen Mitglieder sind ausgetreten und wir sind halt dann
geblieben, haben gesagt, wir bleiben bei 6-Bit Under, wir machen jetzt hier die Armor-Sparte und wir nennen uns Jägerbataillon 533. Und damit es dann da auch keine rechtlichen Folgen gibt, dass man einen realen Namen verwendet und auch ein reales Wappen, habe ich dann quasi über die aktiven Soldaten den Oberstleutnant im Heeresamt angeschrieben und ihm gesagt, dass wir doch ein Schach-Community sind und gerne das Wappen nutzen wollten und habe das okay per E-Mail von ihm gekriegt. Ich weiß nicht, ob heute überhaupt noch jemand checkt, wer die alten Wappen von der Bundeswehr nutzt, aber so, wir dürfen halt keinen Verdienst damit machen. Das ist eine reale Geschichte und war immer damals ein schöner, ja, ein Lacher immer auf jedem Real-Life-Clan-Treffen. Aber es ist halt wirklich so, ich habe so eine E-Mail vorliegen, wir dürfen keinen Gewinn damit machen und natürlich nicht Bundeswehr-schädigen auftreten. Dann gab es eine ganz lange Durstphase, also unter Arma 2 waren wir ganz lange nur zu zweit, also fast ein Dreivierteljahr nur zu zweit oder zu dritt halt mit einem mehr oder weniger passiven und dann so, als so die ersten Armored Assault Backups oder sagen wir mal Fehler, Bugfixen wirklich rauskamen, die das Spiel spielbarer gemacht haben, sind wir so ganz langsam von 3 Membern hochgestiegen auf 6, 5, 7, auf einmal waren wir 12, dann waren wir schon 14 und dann war es schon nötig, dass man sich sowas wie ein Orga-Team aufbaut, ja. Richtig durchgestartet sind wir wirklich zu Arma 2, weil unter Arma 2-Zeiten haben wir dann auch Public Events angeboten. Damals wurden die dann auch noch beworben. Nach einiger, sagen wir mal, Forumsdiskussion wurden sie dann auch beworben unter armedassault.de, also der alten Seite, die auch das HX3-Forum quasi gehostet hat. Und da konnten wir dann Public Events machen. Daher kommt auch noch in dieser Liste die Unterscheidung zwischen Events, privaten Events, also geschlossenen und Public Events, also in dieser Clanliste, die ich noch führe. Und das war damals so der Grund, ganz klar zu sagen, ein Public Event ist schon eine Aufgabe, das ist auch schon schwierig und da braucht man auch Manpower und auch Wissen bei den Missionsbauern. Und da gab es ja, wie gesagt, diese Gecko und alles noch nicht so sehr und da liegt halt schon lang zurück. Ne? Arma 2CO war das und mit Arma 2CO, als das so am Auslaufen war, da konnten wir dann, haben wir auch irgendwann mal die Fähigkeit verloren, Public Events zu machen. Dann ist Arma 3 gekommen. Das, ja, da haben wir es nicht mehr geschafft, ein Public Event zu machen, aber wir sind halt weiter noch aktiv, dass wir interne Events machen, dass wir uns an anderen Events beteiligen und natürlich in Gegenleistung auch versuchen, Events zwar so aufzubauen, dass es ja für die Clans, wo wir oder Communities, wo wir mal mitgespielt haben, dass die Gäste-Slots bekommen und haben uns dann auch ein bisschen, muss man sagen, gesund geschrumpft und über die 10 oder jetzt ja 11 Jahre fast haben wir, glaube ich, sind aus uns 3 andere Clans entstanden. So muss man es, glaube ich, sagen. Also es waren immer mal Leute, die dann gesagt haben, ja, meine Erwartungen sind andere als eure und dann hat man sich mal mehr, mal weniger im Streit getrennt und das gehört, glaube ich, dazu in der 10-jährigen Geschichte, dass dann immer Leute gibt, die sagen, ich kann das aber besser und ihr setzt das nicht so richtig um, wie ich das will, deswegen mache ich meinen eigenen Clan auf. Das hat es bei uns auch gegeben und ja, das nimmt man dann immer so zur Kenntnis. Man versucht dann nochmal zu rekapitulieren, gab es so viele Kritikpunkte und hätte man das vielleicht anders lösen können, aber irgendwann ist dann leider die alte Regel, Getriebene, die kann man nicht halten, die wollen dann auch irgendwann nur noch gehen und dann ist es halt besser, man trennt sich dann im gegenseitigen Einverständnis oder halt auch, man trennt sich überhaupt, als wenn es dann lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Ja, und so leben wir weiter und schrumpfen uns immer noch ein bisschen gesund. Oder im Moment ist es schon leider so weit runterschrumpfen, dass wir gerne wieder neue Mitglieder hätten, aber es halt schwieriger wird. Und das kann ich absolut, also ich kann nachvollziehen, dass das manchmal schwierig ist, auch das ganze Thema Frustration, Spielerknappheit, was nicht bei euch zu schulden ist. Du hattest gerade gesagt, in einer 10-jährigen Geschichte, da verändern sich Dinge immer wieder. Was sind aber immer deine Methoden, um dich wieder zu motivieren, um selber was in der Arma-Szene zu machen? Auch die Gecko, auch da gibt es natürlich immer Für- und Gegensprecher, weil ich eines der sehr Fürsprecher bin in dieser Seite. Was machst du, um dich selbst wieder zu motivieren? Also das muss man natürlich einmal auftrennen. Also in meinem Squad selber bin ich natürlich auch verschrien, weil ich nicht der Clan-Leader bin, der jeden Abend im TS online ist. Und ich weiß, dass das auch ein Fehler ist. Wir sind zwar ein Dreigestirn, wobei ich dann quasi, ich habe kein Vetorecht, aber als ältester Squad-Leader wird dann schon gehört, wenn du was sagst, aber trotzdem ist es ein Dreigestirn. Das heißt, wir müssen uns immer
kommt vom Kölner Karneval, Dreigestirn. Wir müssen uns schon immer irgendwo einig sein. Und so ist halt immer irgendwie gewährleistet, dass einer auch in Rufbereitschaft ist und auch dann online gehen kann, wenn es mal brenzlig wird. Aber das ist natürlich eine Sache, ne? Intern wird dann schon gesagt, der Falkenhayn, der macht aber, oder der Gray, der ist aber gar nicht so oft da. Wie motiviere ich mich jetzt also selber? Was ich für mich festgestellt habe, ist immer, wenn ich eine Wehrübung hatte, wo ich dann selber wieder im quasi aktiv irgendwo mit Dienstgradklappen rumlaufe und da ich ja auch quasi immer dort übe, wo es mit Jägerei und Jägertruppe zu tun hat, das ist dann für mich schon irgendwie eine Motivation. Das, was ich dann da gerade in der Woche Wehrübung in der Praxis gemacht habe, zu versuchen, also manchmal, nicht immer, um Gottes Willen, aber manchmal macht man ja Zug im Angriff oder sowas und dann will man dann gerne das, was man da auf dem Truppenübungsplatz und in großen Übstätten oder in solchen Sachen im Real Life mal so miterlebt hat, dann möchte man das gerne auch mal quasi online versuchen und ist dann wieder hyper motiviert, will eine Mission bauen, hat Vorstellungen, Jagdkampf kann man umsetzen, Ausweichen kann man umsetzen. Also man kann sehr viel realistisch umsetzen und dann bin ich immer sehr motiviert und dann bin ich auch schon ein bisschen verlacht dazu, dass ich zum Beispiel seit Hammer 2CO eine Panzerfaust-Ausbildungsmap machen will und da ich aber selber kein guter Missionsbauer bin, ist sie natürlich auch noch nicht fertig. Bin da eher sehr schlecht. Ich kann besser organisieren, als dann doch Missionen bauen. Das ist leider einer meiner größten Schwächen. Dann ist es natürlich die Kameradschaft, die Freundschaft, die in den 10 Jahren einfach entstanden ist, weil wir seit 7 Jahren jedes Jahr, außer dieses Jahr, ein Real-Life-Treffen machen. Das heißt, wir treffen uns wirklich. Ich halte das für super wichtig, dass man nicht nur sich im Teamspeak trifft, sondern halt auch mal mit dem auf der Bierbank gesessen hat und einfach mal geschnackt hat. Es muss nicht immer sein, dass die Leute dann sich quasi mit Alkohol da komplett einlegen, damit sie dauerhaltbar bleiben. Aber es ist halt einfach was anderes, als wenn ich in einem Clan mitarbeite, wo ich denjenigen nur aus TS kenne oder ob ich schon mal neben dem abends bei Lagerfeuerschein gesessen habe, in Ruhe über Gott und die Welt philosophiert habe. Das macht halt einen Unterschied. Und deswegen versuchen wir genau diese Tradition auch aufrechtzuerhalten. Das wäre der Clan-Motivationsteil. Die Geko mache ich ja nicht alleine. Also da versuche ich immer die anderen Leute mit zu motivieren, die 4, 5 Leute, die dahinter stehen. Also ganz klar auch hier großen Dankeschön an die Leute, die mich da mit unterstützen oder die Geko unterstützen, die ich jetzt hier nicht alle namentlich nennen will, weil ich garantiert einen falsch ausspreche oder nicht nenne. Der ist dann nicht amused darüber. Deswegen vielen Dank an alle die, die hinter der Kulisse, hinter der Geko stehen und die sich alle darauf geeinigt haben, dass sie nicht ihren Clan groß damit plakatieren, sondern für die Geko da stehen. Warum ich das mache. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Geko ein guter Einstieg ist. Wir haben ganz lange gekämpft dafür, dass wir sehr lange ohne Mods sind. Jetzt sind wir mit Mods, versuchen das auch noch immer sehr leicht zu halten. Ich hoffe, dass die Geko, also wenn die Geko 3, 4 Leute in die Community gespült hat, dann ist mein Ziel erreicht. Und wenn die ganzen Rahmenbedingungen, die die Geko mitgebracht hat, weil ohne die Geko hätte ich auch keine große Motivation mehr, die Clanliste weiterzuführen. Ich hoffe, dass die Clanliste vielleicht dem einen oder anderen hilft. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr die Aktionsampel mit reingebracht. Nachdem es dort auch Änderungen bei Arma World gab, haben wir die Aktionsampel mit reingebracht. Und ich hoffe, dass ich damit den Leuten helfen kann, die wirklich auf der Suche sind nach einem aktiven Clan, der noch lebt und sich daran dann orientieren können. Dafür ist sie gedacht. Sie sollen, wie gesagt, wie schon oft gesagt in ganz vielen Diskussionen, sie sollen nicht beurteilen, sie sollen als Orientierungshilfe dienen. Und wenn sie das erfüllt, bin ich glücklich. Und das ist meine Motivation dahinter, immer wieder zu sehen, dass ich dann doch manchmal höre, Mensch, hier habe die Seite da genutzt und wenn man sieht, dass da immer noch drauf geklickt wird und auch immer noch neue IPs mitgeschrieben werden, also man sieht ja Besucher und Wiederkehrer unten, dann ist das schon richtig geil. Und das ist schon eine Motivation, dass man dazu beitragen kann, dass die Community länger lebt. Weil als ich mit Armor World, nicht mit Armor World, sondern mit Armored Assault angefangen habe, da gab es so eine Liste nicht. Und da musstest du immer durch Foren suchen, um zu gucken, welcher Clan könnte denn, welcher lebt noch, welchen gibt's und wo finde ich ihn und so. Und das war mir damals immer ein Dorn im Auge. Das ist so die Grundmotivation, die auch dahinter steht. Coole Sache auf jeden Fall. Und liebe Community, wenn ihr Interesse habt, an dieser Community hier bei den Jägern mitzuspielen, auf jeden Fall meldet euch. Die Jungs und Mädels sind auf jeden Fall, denke ich, sehr, sehr offen für Gespräche, um da auch zu helfen. Deswegen kommen wir direkt wieder zurück zum Clan. Wie viele Spieler seid ihr und welche Missionsgröße spielt ihr und viel wichtiger eigentlich die Frage, wann spielt ihr? Man denkt immer, wenn man jetzt 11 Jahre ist, da hat das alles super feste Strukturen und man kann da gar nicht frei, aber es ist eigentlich bei uns eher umgekehrt. Wir sind 40 Mitglieder.
Davon sind definitiv um die 15 passiv. Das heißt, die sind noch bei uns und sagen, ich bin dem Clan einfach treu. Ich spiele nicht mehr so oft, eher fast gar nicht mehr, aber Freundschaften bleiben bestehen. Und deswegen möchte man dem Clan treu bleiben. Dann gibt es 10 Teilaktive, die sagen, naja, also ich mache jetzt hier nicht mehr jede Mission mit, aber wenn ihr mal ein super cooles Event habt und ich kann das einrichten, dann bin ich dabei. Dann haben wir 15 Aktivere. Das heißt, die sind dann wirklich Missionsbauer, die nehmen mit an aus Eigeninitiative immer. Also da muss jetzt nicht einer von der Clanleitung sagen, go, sondern die sind selber und sagen, ich habe da einen anderen Clan, der macht die und die Mission, habe ich gesehen. Die Missionsschreibung passt auch und ich kenne die Leute, die spielen ungefähr so wie wir. Da können wir uns mit einloggen. Ich habe mal angefragt. Das ist also eigentlich, jeder aktive Spieler kann das machen. Manche beschränken sich wirklich darauf, dann immer aktiv bei einer Mission dabei zu sein und manche nehmen auch dann freiwillig Organisationstätigkeiten wahr. Und Missionsgröße ist meistens immer 1 bis 2 Gruppen, Infanteriegruppen. Und zwar sind das, je nachdem welche Waffengattung, also welche Nation man spielt, sind das 6 bis 8 Mann starke Gruppen, manchmal aber auch 10 Mann starke Gruppen. Und bei Events wird meistens Zug oder verstärkter Zug angestrebt. Das heißt, zwischen 20 und 35 bis 40 Slots. Das ist manchmal der Fall. Das Ziel ist natürlich, wenn man so eine Mission baut, passiert nicht so oft, muss ich dazu sagen. Es sind natürlich oft die kleineren Missionen mit 8 bis 12 Slots. Aber wenn man so eine Mission dann gebaut hat mit Halbzug oder verstärkter Zugstärke, dann möchte man die natürlich gefüllt haben. Aber wir sind jetzt nicht so ein Clan, der da stetig 35 Slot-Missionen rausnagelt und dann laufen da aber nur 8 Leute über die Karte, sondern wir sind dann schon realistisch und versuchen auch die Slots realistisch zu füllen. Ja, Spieltage sind meistens samstags, weil wir ja ganz viele ältere Familienväter und so weiter Berufstätige haben. Freitags auch manchmal. Die GECO ist natürlich immer mittwochs, deswegen sind da auch meistens nicht so viele vom Jägerbataillon dabei. Aber, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, von wegen der festen Strukturen. Im Grunde genommen, wenn jemand bei uns Vollmember ist, aber auch wenn er Trail ist und hat supergeile Fähigkeiten, eine Mission zu bauen, dann kann er jeden Tag der Woche aussuchen. Also es ist ihm dann freigestellt. Wir haben so gesehen zwar samstags und freitags als primäre Spieltage, aber das liegt eher daran, dass man über die Zeit gemerkt hat, dass da die meisten können. Aber dem eigentlichen Member, also dem Jäger, ist es dann freigestellt, wann er seine Mission machen will. Kommen wir vielleicht auch nachher noch dazu, wie weit das dann ablaufen würde, aber es ist dem Jäger dann freigestellt. Er kann frei seinen Tag wählen und ein bisschen eingelebt hat sich der Freitag und primär der Samstag. Perfekt. Das sind doch schöne Neuigkeiten und auch gar nicht mal schlecht, eine Community zu haben, die eben nicht diese festen Tage hat, sondern man sagen kann, okay, ich kann Freitag oder Samstag nicht. Und dann wird es ja schon für die Leute meistens kompliziert, überhaupt Missionen zu finden, weil die meisten Communities in diesem Rahmen spielen beziehungsweise in diesen Tagen. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Du hattest es eben schon am Rande angesprochen. Es wird immer wichtiger, die Mitspieler wollen das. Große Missionen sind natürlich auch beliebt. Wie sieht es bei euch mit Kooperation aus? Macht ihr das? Wie läuft das? Also klar, wir machen natürlich Kooperationen. Meistens läuft es wirklich so, dass unsere Mitglieder über meistens in den letzten wirklich 3 Jahren primär, glaube ich, nicht über die Community-Plattform Armor World, sondern eher durch Missionen und durch Mundpropaganda sehr viel, kennt man dann andere Squads, auch weil man da mal auf den Public Nights war oder sowas. Also manche Squads machen ja so abends jeden Montag oder jeden Mittwoch einmal im Monat so eine Public Night, wo dann jeder mal kommen darf. Unsere Leute nicht dazu verpflichtet sind, nur auf unserem Server zu spielen, hat man da sehr viele Kontakte geknüpft. Und die Kooperationen orientieren sich wirklich daran, dass man ungefähr so spielt wie wir. Also das heißt, realistische Mods, realistische Feind- und Eigenkräfte Verhältnis, also nicht so wenig, dass man gar nichts zu tun hat, aber auch nicht so viel, dass es ein wildes Mohun-Schießen ist und auch nicht so, dass jeder wie Rambo ausgerüstet ist, sondern irgendwie schon realistisch. Das kriegt man meistens sehr schnell raus, ob das halbwegs realistisch ist oder nicht. Und dann streben wir eigentlich eine Kooperation an, indem man so ein Geben und Nehmen hat. Also, dass man sagt, okay, hier 533er Jungs, wir haben da eine Gruppe offen, wollt ihr die Gruppe nicht da machen? Oder wollt ihr den Trupp da machen? Weil manchmal kann man ja auch vielleicht an gewissen Tagen keine ganze Gruppe stellen. Dann sagen die, wollt ihr den Trupp da machen? Dann gliedern wir euch da ein. Und umgekehrt, wenn wir eine Mission haben, wo wir 2, 3 Gruppen füllen müssen, dann füllen wir eine Gruppe von uns und sprechen dann diese kooperierenden Clans an.
und sagen, hey, wir haben hier zwei Gruppen noch in der Mission offen, wollt ihr euch daran beteiligen? Es ist nicht so, dass wir so eine feste Kooperation haben, dass wir gegenseitig auf den Homepages werben. Das machen wir nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir so eine feste Kooperation haben, dass wir quasi über eine übergegliederte Homepage zu erreichen wären, wie es ja manchmal auch schon in der ARMA-Community gab. Das hat sich für uns noch nicht so ergeben, hat einfach den Hintergrund, dass ich persönlich halt auch schon mal mit einer Kooperation zu ARMA-1-Zeiten den Effekt hatte, dass am Anfang war das eine ganz tolle Idee, so eine super feste Kooperation zu machen, weil man in einer Liga antreten wollte. Und am Ende, nach einem Dreivierteljahr, war ich dann der Einzige, der diese Zusage noch Wort gehalten hat. Vom anderen Clan auch alle, aber ich war der einzige Depp, der dann von 533 dahin gerannt ist. Wie gesagt, war ARMA 1 Zeit noch, das ist schon lange her. Aber das prägt einen natürlich, dass man sagt, okay, wenn ich eine Kooperation eingehe, die auch auf feste Basisbestandteile baut, also regelmäßige Teilnahme, weiß ich, eine große Kampagne über mehrere Schlachten, dann muss ich mir sicher sein, dass ich das auch in meinen Membern, also meinen Jägern verkaufen kann. Und nicht, dass ich nachher in der zweiten Mission da stehe und sage, ja, Gruppenstärke eine Person. Das ist immer ein bisschen traurig und deswegen versuchen wir eher so eine offene Kooperation, wo es ein faires Geben und Nehmen ist. Das streben wir an. Kommen wir zum Missionsbau selbst. Kann das jeder bei euch machen? Wie läuft so eine Prüfung ab? Also das Qualitätsmanagement dahinter. Ja, also bei uns ist es so, wir haben, es kann jeder machen. Jeder Vollmember kriegt bei uns den Zugriff auf den NAST-Server und auf einen SFTP-Zugriffsserver, wo er also quasi seine Mission hochladen kann, NAST. Das war so eine Eigenentwicklung von, ich glaube, es ist eine Eigenentwicklung von unserem zweiten ARMA-Clan-Leader. Und von noch jemandem vom NEAX, der das mit ihm quasi entwickelt hat. Wie weit, wer da was entwickelt hat, ich glaube, der Astavino hat da primär die Sachen in der Hand gehabt. Und da geht es darum, dass wir also die 7 Server über eine NAST-Oberfläche, also eine Online-Oberfläche ansteuern können. Da kann jeder das Customizing einstellen, die Mods, die mitgeladen werden etc. Das kann also jeder anstarten und dann zieht das durch. Es gibt zwei primäre Administratoren, die auch benannt sind und drei, die sich damit so gut auskennen, dass selbst wenn man dann gedrückt hat und es passiert nichts, die einen dann Tipps geben können. Im Grunde genommen, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, kann aber jeder von uns eine Mission erstellen, einen Server quasi so einstellen, dass dann seine Mission auch lauffähig ist. Das kann jeder Vollmember. Qualitätsmanagement gibt es direkt keine Verpflichtung dazu. Es wird aber darauf geachtet von der Clanleitung sowie von den Trainern, dass wenn es Missionen zum Training gibt und auch Missionen, die nach außen getragen werden, also wenn man sagt, ich schreibe hier eine Mission offen aus, dann sagt man, hat die Clanleitung das Vetorecht zu sagen, Moment, die Mission ist so komplex, du machst das zum ersten Mal, die möchten wir einmal vorher sehen. Aber das ist nicht in den Regeln festgeschrieben. Das würden wir dann wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Wenn da jetzt ein super Guru mit Missionserfahrung ankommt, dann vertrauen wir dem einfach. Klar, wenn es nach außen gehen würde, würden wir wahrscheinlich schon einmal die Mission gerne sehen, weil ja jeder weiß, wie demotivierend das auch ist, wenn man sich einen Abend frei hält, man geht in die Mission rein und nach 10 Minuten kommt der erste Fehlermeldung und dann heißt es ja, oh, kann ich jetzt nicht beheben, müssen wir was anderes spielen. Und um das zu vermeiden, würden wir nach außen getragene Missionen auf jeden Fall einer Qualitätsprüfung unterziehen. Intern ist das eher so eine Kann-Bestimmung. Kann, muss aber nicht, aber es ist, jeder hat die Möglichkeit zu sagen, hier ist meine Mission-Datei, hier kann die mal einer von den Erfahrenen querchecken. Das würde gehen und da bieten sich dann auch erfahrene Member an, die schon Missionsbau gemacht haben und tun das auch. Es ist so ein gegenseitiges Unterstützen. Wir haben eine gewisse Missionskompilation, also dass du eine Grundmission hast mit allen Mods drin, mit einer fertigen Servereinstellung und die kann dann jeder neue Missionsbauer erstmal als Grundlage nehmen. Da ist dann schon ein Zeus drin eingestellt, Zusatzeinstellungen kann er verwenden, muss er nicht, aber ist so eine Hilfestellung, die wir dann bieten. Und so gesehen kann wirklich jeder, der einmal Vollmember ist, der darf gerne Missionen bei uns bauen. Mit Handkuss nehmen wir den auch auf. Wenn jemand Trail ist, also gerade noch in der Einführungsphase, darf er natürlich auch Missionen bauen, nur hat er dann eben keinen NAST und keinen SFTP-Zugriff. Perfekt. Vielen Dank für die kurze Einführung. Ich würde gerne eine Frage stellen, die mir jetzt aufgefallen ist, die so nicht drin steht. Der Name sagt, es spielt ihr nur Bundeswehr oder auch andere Fraktionen? Wir spielen eigentlich alle Fraktionen. Wir haben auch schon Russen gespielt und US. Alles, was es so hergibt. Wir haben auch letztes Mal, glaube ich, Franzosen waren das gespielt. Aber natürlich mit Vorliebe Bundeswehr und mit Liebe NATO, aber sonst auch alles, was sich ergibt. Also man kann uns auch sicherlich sagen, hey,
wir haben hier eine russische Gruppe, könnt ihr die übernehmen? Das würden wir auch machen. Es ist nicht so, dass das Jägerbataillon sagt, wir müssen zwangsweise immer nur Bundeswehr spielen. Das ist nicht so. Also wir spielen alles gerne, wenn möglich schon gerne Infanterie, sicherlich auch gerne Spezialkräfte. Aber es gibt auch einige bei uns, die gerne LKWs fahren, also dann auch gerne die Inst oder die Versorger machen oder Hubschrauber fliegen. Das gibt es natürlich auch, die gibt es eigentlich ja immer. Aber wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wenn es nicht Bundeswehr ist und wenn es nicht US ist, dann spielen wir nicht mit. So sind wir eher nicht, sondern wir halten es dann eher so, dass die Missionsbeschreibung, die Missionsbauerfahrung, also die Erfahrung, die man auch mit dem hat, der einen einlädt, dann eher das Zünglein an der Waage stellen. Wenn das passt, wenn man weiß, der macht gute und interessante Missionen, dann ist eigentlich das, was man nachher spielt, nicht so wichtig. Also von der Nationalität her nicht so wichtig. Perfekt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Eine Frage habe ich, und zwar in euren Über auf der Homepage steht was von Tradition. Jetzt ist die Arma-Szene hier auch im Wandel. Wie habt ihr diesen gesamten Wandel der Arma-Szene erlebt, auch von den Spielern her? Merkt man da schon einen Unterschied, auch von der nicht abwertend gemeint Qualität her? Das heißt, weniger Ausdauer, mehr Wechsel, oder wie hast du diesen Wandel in der Arma-Szene erlebt? Ja, also die Tradition, die bei uns steht, ist natürlich auch sehr stark auf dieses Jägerbataillon Real Jägerbataillon bezogen. Also wir sehen uns da schon in der Tradition der Jägertruppe, würde ich mal sagen. Liegt aber auch daran, dass ich als alter, teilaktiver Bundeswehrsoldat der Jägertruppe immer noch mit Herz und Seele verpflichtet bin. Das ist also dann auch noch das, was man, wenn man Tradition und unseren Clan nennt, auch unbedingt sagen muss einfach, weil es dazugehört. Spieler, ja klar. Natürlich merkt man da einen Unterschied. Ich glaube, dass die Spielerwelt heutzutage schnelllebiger geworden ist. Das macht ja allein schon die Möglichkeit, die Zeus mit ausmacht und der 3D-Editor. Natürlich merkt man, also das sind positive Effekte, dass man schneller an große Missionen kommt. Man merkt aber dadurch auch einen leichten Qualitätsverlust. Also wenn zum Beispiel sich damals jemand mit 20 Skripten, die bei 65 Leuten auch fehlerfrei laufen mussten, also es sind ja immer dann mehrere Dimensionen, die man denken muss als Missionsbau. Und ich kenne es nur durch Hörensagen, dass zum Beispiel manchmal Skripte mit 30 Slots liefen und bei 65 läuft es auf einmal nicht mehr so sauber. Da habe ich auch großen Respekt davor. Das ist heute nicht ganz mehr so. Also manchmal gibt es dann auch wirklich Missionsbauer, die teilweise nicht schaffen, so eine Atmosphäre aufzubauen, weil sie einfach nur viele Slots haben wollen, weil das ein cooler Effekt ist. Ich habe schon mal eine Mission für 75 Leute gebaut. Wenn dann aber 30 Leute da sitzen und sich langweilen, weil nichts passiert oder weil vor ihnen die Feinde aufplöppen und man sieht, dass der Zeus sie da gerade hingesetzt hat, dann ist es halt einfach nicht toll. Und dann ist das ein Qualitätsverlust. Man merkt auch, glaube ich, über die Jahre hinweg, einmal hat es natürlich nachgelassen, der Hype ist natürlich schon ein paar Jahre jetzt her, das Spiel hat auch schon ein paar Jahre und ich glaube, man merkt auch eine andere Generation. Man merkt es auch meiner Meinung nach, als Community-Nerd würde ich das einfach mal sagen, dass sich der Umgangston gewechselt hat. Also früher, da haben sich die Leute drüber aufgeregt, wenn irgendwelche Mods irgendwo geklaut wurden. Es gab es ja, die Geschichten sind ja bekannt. Das war so das Wichtige, Mods, Kopierrechte bei Mods, Eulers, die geschrieben wurden, also benutzerrechtliche Verpflichtungen bei Mods. Das war so in der Anfangszeit der Community bei Arma 2 und Arma 1 so das Thema, habe ich immer mitbekommen, auch wenn ich da eher passiv beteiligt war. Und heutzutage ist es dann eher so, wenn einer in einem Forum was reinschreibt, man ihm einfach unterstellt, na, hast du die Forumsuche nicht richtig genutzt, das Thema hatten wir ja schon mal, oder du bist ja unfähig, eine Mission zu bauen und fragst sowas, kann ich sein, beschäftige dich damit. Das ist schon ein härterer Umgangston, das merkt man, glaube ich, sehr deutlich. Allgemein, finde ich, ist die Arma-Szene von OFP zu Arma schon mal halbiert worden und stark geschrumpft. Wenn, dann ist sie von Arma in den verschiedenen Versionen jedes Mal ungefähr um ein Drittel geschrumpft, auch von den Erfahreneren. Wenn man sich dann überlegt, dass ja OFP 2001 so aktiv war, das sind 19 Jahre, machen wir uns nichts vor. Wenn einer damals 25 war, dann steht er jetzt mitten im Leben und auch das merkt man, weil die Spieler sind sehr viele abgewandert, weil sich einfach in ihrem Leben halt was verändert hat. Und das merkt man, glaube ich, sehr deutlich, auch meistens vom Umgangston und oft auch von der Erfahrung. Also man muss sich heute zum Beispiel dann von Leuten ankacken lassen, ich sag's jetzt mal so gemein, die vor 5 Jahren noch nicht mal wussten, dass es Arma gibt. Und man selber guckt auf eine Geschichte von 10 Jahren Clan-Geschichte zurück und längerer noch OFP-Spielerei, wo man sich dann gelassen zurücklehnt und meint so, ja okay, wenn das seine Meinung ist, dann ist das so. Aber man muss immer genau gucken, welches Feedback man
annimmt und welches man dann doch nicht annimmt. Sehr schön, sehr schön. Und da stimme ich dir tatsächlich zu, da hat sich sehr, sehr viel geändert in der Szene. Kommen wir wieder zurück auf den Clan zu sprechen und weniger auf die allgemeine Armer-Szene. Wie sieht es bei euch mit YouTube aus? Marketing allgemein, wie seid ihr da aufgestellt? Natürlich, liebe Community, für euch wieder alle Links sind unten in der Beschreibung. Das heißt, dass ihr bequem zu allen Plattformen kommt, die aufgelistet werden und die vorhanden sind. Wie sieht es bei euch aus? Wo kann man Missionen von euch begutachten oder anderes? Also wir haben einen YouTube-Channel, der, muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, ist eher stiefmütterlich gefüllt, weil es natürlich klar, wenn du nicht irgendwelche, sagen wir mal, YouTube-naive Menschen hast, naiv wäre vielleicht das falsche Wort, wenn du nicht YouTube-engagierte Member oder Mitglieder hast, dann ist es schwierig, YouTube mit, sagen wir mal, sehenswertem Zeug zu füllen. Ich bin nicht der Fan davon, da habe ich dann leider die Clanleiterbrille auf, wenn man jeden Rotz in YouTube hochlädt, nur dass, damit man da viel Filmzeit hat. Da bin ich eher nicht der Fan von. Ich wäre trotzdem froh, wenn ich, sagen wir mal, 4, 5, 6 fest aktive Jäger hätte, die immer so einen Komplettmitschnitt von der Mission hochladen. Die habe ich aber nicht. Und dann muss ich eben als Clanleiter für mich entscheiden. Oder wir zu dritt haben uns dann entschieden, was ist denn wichtiger? Das Beleben und Füttern von einem YouTube-Kanal oder das eigentliche Leben im Squad? Und wir haben uns dann dazu entschieden, okay, der YouTube-Kanal ist natürlich da und wir versuchen den auch zu füttern. Aber das ist sekundär. Primär ist halt wichtig, Kooperationsmissionen, große Mission, den Leuten wirklich auch was zu geben. Also jeder Member, jeder Jäger bei uns ist ja bei uns Mitglied geworden, weil er auch mal eine Koop spielen wollte und nicht, weil er super tolle YouTube-Videos haben will. Hört sich jetzt sehr negativ an, so soll es eigentlich gar nicht rüberkommen, sondern wir mussten uns irgendwann mal ganz klar dazu entscheiden, dass wir gesagt haben, primär Clan-Infrastruktur und Missionen, sekundär Multimedia auftreten, merkt man, der YouTube-Kanal ist ein bisschen verstiefmütterlich, eine Seite haben wir, die ist auch gut gepflegt, meiner Meinung nach, ist aber nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, liegt auch an mir ein bisschen, ich glaube, mein ehemaliger Co-Kalan-Leader hat mich fast 4 Jahre bekniet, bis wir dann irgendwann mal in der Technik im Forum um eine Stufe höher gegangen sind. Jetzt habe ich letztens mal beim Durchblicken der ganzen Clans auf der Liste auch wieder gesehen, dass unsere Community-Plattform jetzt, die wir eigentlich vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren erneuert hatten, auch schon wieder so ein bisschen älter geworden ist. So, wo ich mir gerade den Armer World-Wechsel angeguckt habe, ist es mir nochmal sehr deutlich geworden. Aber ja, also es gibt einen YouTube-Channel, es gibt natürlich die Homepage mit dem Forum und es gibt einen Teamspeak-Server. Und das ist so primär erstmal alles. Dann haben wir natürlich in Armer World nochmal da haben wir uns in die Clan-Datenbank eingetragen. Und das sind so die Channels, über die man uns auch primär erreicht. Jeder darf gerne dann auf unseren Teamspeak-Server kommen. Wir sind noch nicht zu Discord gewechselt. Und ich weiß auch nicht, ob das in unserem Clan überhaupt einen Nährboden hätte. Also Discord, wir sehen im Moment keinen Vorteil auf Discord zu gehen und deswegen sind wir immer noch primär bei Teamspeak. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht es bei euch mit der Mitspielpflicht aus? Du hattest vorhin schon gesagt, es gibt aktive, teilaktive. Muss ich eine bestimmte Anzahl von Missionen im Monat mitspielen, um weiterhin bei euch zu bleiben oder wie sieht es da aus? Nein, das ist, glaube ich, ein auch Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß nicht, wie viele andere Clans das machen. Wir haben, wenn man es ganz knallhart sagen wollte, nach der Trailzeit haben wir nur noch eine Verpflichtung, nämlich seinen Wer-ist-Wer-Sweat zu füllen, wo man sich den anderen vorstellt. Danach gibt es keine Verpflichtungen mehr. Wir sind in der Hinsicht so aufgestellt, dass wir sagen, Real Life hat immer Vorrang und wenn jemand gerade keine Lust hat zu Arma oder zu diesem Spiel, dann ist es ihm freigestellt. Dann erwarten wir sowas wie eine Abmeldung, dass er sagt, okay, ich bin jetzt mal einen Monat in Urlaub oder was weiß ich nicht wo oder auf Montage auf der Ölbohrinsel für ein halbes Jahr. Das kann ja alles passieren. Ist noch nicht passiert, zum Beispiel. Aber wir haben keine Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob es das Alleinstellungsmerkmal ist. Ich als Clan-Leader sehe das manchmal nicht so gelassen wie meine Mitglieder. Die freuen sich natürlich darüber. Ich hätte gerne manchmal mehr Verpflichtungen, aber haben wir abgestimmt und die Mehrheit war wirklich dafür zu sagen, nein, wir belassen es dabei. Wir belassen es mit dem Qualitätsmerkmal, wenig Verpflichtungen zu haben, bis gar keine. Und das ist so das, was wir haben. Also wir haben als Trail haben wir gewisse To-Dos. Wir haben ein Pflichttraining in der AGA, das ist aber nur dafür da, um eigentlich eine Orientierung zu geben. Wie spielt man Koop gemeinsam, damit jeder weiß, wenn einer ruft Schützenreihe, Schützenrudel, dass jeder weiß, was soll das denn? Dann gibt es halt noch die Verpflichtung, dass man sich einmal den Clan-Mitgliedern
vorstellt in seiner Trailzeit und dass man sich einmal in einem internen Forum, wenn man dann Vollmember, also Jäger ist, dass man sich dann nochmal allen etwas ausführlicher vorstellt. Das ist nicht zwingend, dass das immer wirklich ausführlicher ist, aber das ist so die letzte Pflicht, die dann der Jäger eigentlich hat. Und dann freuen wir uns natürlich über jeden Jäger, der danach sein Herzblut diesem Clan immer noch weiterschenkt und uns dann weiter mit aktiver Spielzeit unterstützt. Und natürlich gibt es einige, die auf freiwillige Basis uns die Serverlandschaft bezahlen. Da gibt es, ich glaube, wir sind jetzt 8, die freiwillig einen kleinen Obolus im Monat zahlen und dadurch uns die Serverlandschaft ermöglichen. Ich glaube, das haben auch nicht so viele Clans, aber wir können uns das noch leisten. Es wird natürlich jedes Jahr immer ein bisschen schwieriger, aber noch geht's. Ja, kommen wir von den Pflichten des Mitspielens mal zu anderen Pflichten, und zwar Apex und Contact. Muss man die Add-ons bei euch haben oder nicht? Also keins dieser beiden Add-ons ist Pflicht, aber Apex hat sich schon sehr gut durchgesetzt. Ich würde sagen, 80-90% des Koop-Missionsanteils arbeitet mit Apex-Bestandteilen. Und deswegen würde ich sagen, das hat sich auch, glaube ich, bei meinen Jägern sehr gut durchgezogen, dass also sehr viele das haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle haben, aber ich würde sagen 90%. Contact haben wir lange diskutiert, gibt es aber keine Pflicht dazu. Liegt also an jedem selber, ob er sich das nimmt oder nicht, genauso wie die anderen DLCs. Einige sind ja nötig, dass ich sie zwingend haben muss, um sie zu nutzen, um auch an der Mission teilzunehmen. Wieder andere sind ja so strukturiert, dass ich sie nicht zwingend brauche, aber dann Werbesachen eingeblendet kriege, wenn ich sie nutze. Und wir haben uns im Moment wirklich darauf geeinigt, dass wir diese nicht, also diese ganzen DLCs, die es so gibt, nicht verpflichtend mit reinnehmen. So hat halt jeder die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe mir das Spiel geholt, vielleicht hat das auch als Bündel geholt, aber wir grenzen keinen aus, weil ihr jetzt sagt, zum Beispiel Contact, dafür möchte ich kein Geld ausgeben und deswegen nehme ich mir das nicht. Und die Leute möchten wir nicht ausgrenzen, sondern dann sagen wir denen halt ganz klar, okay, bei der und der Mission ist jetzt Contact Pflicht, weil es eigentlich der Missionsbauer so vorsieht. Ja, dann kann er da nicht mitspielen. Aber ansonsten grenzen wir die Leute nicht aus und möchten uns da auch nicht einschränken, dass wir da eine Verpflichtung drauflegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und kommen wir von, du hattest es gerade ebenso schön gesagt, das Ganze, wir nutzen Assets, also ihr nutzt Assets aus Apex und so weiter und so fort. Mods. Modifikationen sind ein unglaublich wichtiger Bestandteil einer jeden Community. Jetzt sollst du natürlich mir nicht auflisten, welche Mods ihr alles so komplett nutzt, also welche alle, sondern was sind so die Mods, die ihr, sag ich mal, primär besonders als wichtig erachtet, die ihr nutzt? Klar, also Mods nutzen wir natürlich auch. Wir spielen ja auch keinen Vanilla, deswegen spielen auch nicht so viele Jäger mit in dem ursprünglichen Gecko-Bereich, weil das ja früher Vanilla war. Nein, wir nutzen natürlich Bundeswehr-Mods, alle möglichen. Je nachdem für die Mission, die wir brauchen, werden die auch nicht angepasst, aber je nachdem lassen wir dann einen mal weg oder nehmen einen dazu. Ace haben wir natürlich für uns genommen. Zusätzlich zu Ace nehmen wir noch TFAR und auch Acre, aber je nachdem, was man braucht. Dann die verschiedenen Inseln und die Zusammenschlüsse, dass man wirklich diese Missionen hat. Also diese ganzen auch aus Arma 2 CO übernommenen Mods, die diese ganze Vielfalt wiederherstellen. Aber auch hier gilt, wir haben so eine Grundkonsistenz an Mods, die wir auch dem Missionsbauer an die Hand geben, wo wir sagen, das sind so die Standard-Mods bei uns. Aber es ist keine Pflicht. Also wenn jetzt jemand sagt, das sind jetzt hier 30 Standard-Mods, aber ich möchte noch den dazu nehmen, dann darf er das. Umgekehrt, wenn jetzt einer herkommt und sagt, naja, der eine Mod, der ist mir aber zu viel und ich möchte keinen Hello Kitty-Aufkleber auf meinem Gewehr haben, ja, dann spielt er die Mission nicht mit. Und der Missionsbauer überlegt sich dann, brauche ich wirklich diesen Hello Kitty-Aufkleber auf meinem Gewehr? Und so ist es gegliedert bei uns. Wir haben also so ein Sortiment an Grundmods, die wir verwenden. Da gehört auf jeden Fall Ace und Bundeswehr-Sachen dazu, aber auch natürlich die ganzen alten Arma 2 CO-Maps und Acre oder TFAR. Und das ist so der Grundjargon, den wir eigentlich im Regelfall nutzen und den man dann auch bei uns ziehen oder auch mit runterladen müsste, wenn man eine Mission denn mitspielen will. Kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Frage, die ich normalerweise immer am Anfang stelle und für viele allgemein eine sehr schwierige Frage ist. Was unterscheidet euch von anderen Clans und Communities? Also zum einen mal das, was ich eben gerade schon so hervorgestellt habe und was als Clan, die da nicht immer toll ist, nämlich diese Pflichtfreiheit. Also dass wir wirklich, wenn man die Trailzeit überstanden hat, dann ist es bei uns nicht so, dass man jeden Monat mindestens einmal an einer Mission oder auf dem Server gewesen sein muss. Wir haben wirklich, als Vollmember hast du drei Pflichten. Einmal dein Wer-ist-wer-Sweat zu pflegen, also dich vorzustellen. Mindestens alle 2 Monate einmal im Forum mitzulesen. Ja, und das Original zu nutzen.
Das ist es dann auch schon, mehr nicht. Also davor in der Trailzeit sind ein paar Pflichten mehr, aber danach gibt es wirklich keine Verpflichtungen mehr. Im Moment ist das ein Luxus, den wir uns noch leisten können. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sagt, Mensch, ist ja genau mein Ding. Ich habe Schichtdienst, kann jetzt gar nicht so immer so, wie ich das will. Und oder es gibt ja auch Leute, die, die quasi mal 2 Monate irgendwo berufstechnisch so eingebunden sind, dass sie einfach sagen können, ich kann jetzt nicht zocken. Auch die Leute nehmen wir gerne auf. Also bei uns ist es wirklich so, dass die Verpflichtung, glaube ich, auch unser Herausstellungsmerkmal ist. Also dass es wenig bis keine Verpflichtung gibt, ist das Herausstellungsmerkmal. Und natürlich, dass wir NATO-Bundeswehr orientiert sind und natürlich das auch versuchen, irgendwo zu leben. Und wir haben auch ganz viele ehemalige Soldaten, die natürlich ihr Fachwissen aus den Auslandseinsätzen sowie aber auch aus dem, was sie dort in ihren verschiedenen Verwendungen gelernt haben, mit einbringen und so halt auch dazu beifügen, dass wir wirklich rückblickend und auch solide gesagt schon realistische Missionen bauen. Das ist einer unserer Herz- und auch unser Herzblutspunkte. Wir möchten nicht den panzerverschießenden MG in Vorhalte tragenden, snipernden Scharfschützen haben. Das war uns immer ganz wichtig. Wird es auch in Zukunft bleiben. Wir möchten also schon realistische Missionen, ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Herausstellungssache. Super. Wenn ich jetzt sage, als Mensch XYZ möchte ich als Gastspieler mitspielen. Also ich habe jetzt das Interview gehört und denke mir so, Mensch, das wirkt ganz cool, ich möchte mir das mal anschauen. Ist es möglich, als reiner Gastspieler sich sozusagen mit den Clan als Probe mal anzusehen, ob das überhaupt was für mich wäre, dort in die Trial zu gehen, also in die Rekrutenzeit nenne ich es jetzt mal? Ja, ist schwierig. Wir haben sowas eigentlich nicht so reine Gastspieler. Bei uns heißt es halt eher so Public-Spieler. Wenn man jetzt also ein Spieler auf unserem Public-Server wäre, der ja immer online ist und sagt, Mensch, da zocke ich jetzt mal ein paar Runden drauf, dann kann es vorkommen, wenn man dann schon einigen Jägern bekannt ist, nach dem Motto hier, der Fred, der spielt hier jedes Mal und den kenne ich und der spielt eigentlich auch ganz gut und der macht auch hier nicht irgendwie einen Scheiß. Dann kann es sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine interne Mission hat und deswegen fehlen jetzt noch 2, 3 Schützen-Slots, die man leicht auffüllen kann, wo man jetzt auch taktisches Wissen nicht so sehr voraussetzt, weil der einfach nur mitlaufen muss. Manchmal gibt es ja solche Slots. Dann es dann dazu kommt, dass man angesprochen wird, wenn man auf dem Server ist. Den reinen Gastspieler haben wir, wenn bei Public Events, dann auch immer nur mit ausgeschrieben. Das würde dann auf unserem Forum sein oder in einer von diesen Slotlisten. Kommt äußerst selten vor. Also wenn man uns kennenlernen will, dann kann man das einmal über die Trail-Memberschaft machen, indem man sich dann wirklich den Clan nur anguckt. Das kann man auch ganz normal kommunizieren und sagen, hey, ich bin mir absolut unsicher, weiß nicht, ob ich zu euch passe oder ob ihr zu mir passt. Das ist gar kein Thema. Ansonsten gibt es halt wirklich nur die Möglichkeit, dass man regelmäßig auf unserem Public-Server spielt. Der ist ja immer frei, kann man sich eine Mission dann aussuchen und die so lange zocken, bis einer auf einen aufmerksam wird. Und ansonsten halt nur, wenn man uns kennt und wenn wir denjenigen kennen und er ist zufälligerweise online und für uns erreichbar, dann würden wir ihn ziehen, wenn wir die Slotlisten auffüllen müssen, weil wir es intern gerade an dem Tag nicht können, weil einer krank geworden ist. Aber den reinen Gastspieler, so wie ihn andere Communities haben, haben wir in dem Sinne nicht. Ich bin jetzt Try bei euch, also ich bin jetzt der Neue bei euch und das hat ja natürlich immer was auch mit Übung, Zusammenspiel zu tun, Training im Allgemeinen. Wie seid ihr da aufgestellt? Ja, wir haben ein Pflicht- und Aga-Training. Aga kommt ja noch aus der W10er-Zeit oder aus der wehrpflichtigen Zeit. Das war die allgemeine Grundausbildung. So sehen wir das auch. Es ist so eine allgemeine Grundausbildung, die wirklich nicht so sehr ins Detail geht, sondern eher so zeigt, wie spielen wir Koop. Jeder Clan, jede Community spielt ein bisschen anders. Einige sind dann mehr autoritär, andere weniger. Für andere ist es unheimlich wichtig, dass sie am Anfang in einer Linie richtig gerade stehen. Wir sind da eher mehr jägerorientiert. Das heißt, wir haben da schon diese militärische Hackordnung ist irgendwo drin, aber Jäger und Infanterie muss immer sehr viel improvisieren. Und manchmal müssen auch die kleinen Schützen auch in der Realität Entscheidungen treffen und das versuchen wir auch quasi so mitzubringen. Das ist alles so ein bisschen in der AGA drin, also das die AGA. Und dann haben wir freiwillig verschiedene Trainings, die verschiedene Member anbieten. Und jeder Member, der sagt, Mensch, ich habe das und das Thema, das habe ich drauf, das weiß ich noch, aktiv aus meiner Zeit bei der Bundeswehr oder aus was für anderen Gründen, weil sich einer 730 Bücher zum Panzerkrieg angeguckt hat oder gelesen hat, dann darf er ein Training bei uns machen. Das ist aber dann immer daran gekoppelt, dass man das vorher mit der Squadleitung, aber natürlich primär mit dem Trainer durchspricht, dass man sagt, hey, ich würde gerne die und diejenige Trainingsmission machen. Darf ich das? Was gibt es da für Rahmenbedingungen? Weil wir schon darauf achten,
dass wir unsere Trainings in die Richtung wirklich ausrichten, dass es real, also nicht realistisch, ist ja schwierig bei Arma, aber dass es in einen Rahmen passt. Es bringt also nichts, wenn wir auf einmal den Selbstmordattentäter ausbilden, der sich supergeil anschleichen kann und unentdeckt selber entzünden kann. Das würde ja jetzt nicht in unsere Ausbildungsstruktur passen und deswegen würde das dann der Trainer wahrscheinlich auch ablehnen. Das ist jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, aber im Grunde genommen ist der Trainer und letztendlich die Squadleitung, die dann sich das anguckt und sagt, yo, passt so in unser System, mach bitte noch das und das und dann wird das freigegeben. Was nicht freigegeben wird, wenn jetzt einer sagen würde, ich habe hier ein supergeiles Training, ich bin überhaupt der Trainer unter Gottes Sonne, ich mache das jetzt einfach mal und gehe da mal schon mal los. Und dann auf einmal guckt man morgens auf den Server und dann sind da 7 Trainingsmissionen, die alle ganz anders sind, als wir es uns vorstellen. Das geht nicht. Aber ansonsten ist es eine Freiwilligkeit der Member. Aber ja, wir haben Trainings. Also es gibt ein Boarding-Training für Hubschrauber, ein Gruppenführer-Unterführer-Training, was aber sehr komplex ist und deswegen auch sehr selten angeboten wird, weil man wirklich dafür 13 Leute über mehrere Stunden braucht. Auch sehr anstrengend. Und dann haben wir noch verschiedene Fachthemen, MG und sowas alles. Das wird immer von Fall zu Fall mal angeboten. Vielen Dank für die Auskunft erstmal, was das Thema Training angeht. Auf jeden Fall, Training ist nun mal wichtig und es spielt sich wahrscheinlich eher alles auf Zeit an. Welche Frage ich vorhin vergessen hatte, würde mich noch mal interessieren, wie lange gehen Missionen bei euch so? 3-4 Stunden? Wie sind die so ungefähr? Also so im Durchschnitt? Also bei Trainings haben wir es oft so, dass wir gesagt haben, ein Training sollte in 1 bis 2 Stunden erledigt sein. Und es sollte das Teilziel auch erfüllt sein. Es geht nicht bei jedem Training so. Manchmal sind es äußerst selten, sind es aufbauende Trainings. Wir hatten mal die negative Erfahrung, dass einer mal einen ganzen Lehrgang konzipiert hat. Und daraus haben wir dann gelernt, dass wir das eigentlich nicht wollen, weil das wird dann schon zu sehr zum Gruppe in der Gruppe. Und deswegen haben wir gesagt, ein Training sollte nicht länger wie 2 Stunden sein. Es gibt Ausnahmetrainings. Zum Beispiel dieses Gruppenführertraining, das ist dann halt schon mal 6 Stunden bis 7 Stunden. Das hat aber auch eine Absicht, dass es so lange gehen soll. Missionen gehen meistens zwischen 4 bis 5 Stunden, also 19:30, 20 Uhr Beginn, 1 Uhr ist dann meistens Ende. Im Regelfall. Also es kann auch gut sein, dass je nachdem, an welchem Tag das stattfindet, Missionen oder Training, dass die humaner angesetzt sind, weil man genau weiß, hey, da habe ich 2, 3 Familienväter drin, die halten sich jetzt extra den Abend frei, aber die kann ich nicht bis morgens 4 Uhr beschäftigen, weil die am Sonntag noch mit ihrer Family irgendwo hin müssen. Da achten wir schon drauf, also wir achten schon darauf, dass unsere Leute das Real Life auch noch wahrnehmen können und nicht wie ein 16-Jähriger, der gerne abends durchzockt, dann morgens um 12 oder mittags um 12 Uhr den Rechner ausmachen und dann einen Tag lang in der Koje verschwinden. Also realistische Zeiten sind wirklich so 4 bis 5 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Es kann auch mal sein, wenn eine Mission supergeil gebaut ist und alle noch Lust haben, dass sie eine Stunde länger geht oder wenn man kurz vor dem Missionsziel ist. Und ein Training ist meistens so für 1, 2, maximal 3 Stunden mit Ausnahmefällen von Spezialtrainings angesetzt. Super. Hast du noch allgemein was anzufügen, was du gerne erwähnen würdest für den Clan? Ja, was ich noch allgemein anfügen würde, was jetzt in keiner Frage so richtig durchgekommen ist. Also oft hat man ja als altgedienter Clan oder als altgediente Community die abschreckende Wirkung, dass alle erstmal gucken, okay, was haben die für ein Regelwerk? Ach du Scheiße, da gehe ich nicht rein, die sind ja total chaotisch oder ich komme da auch gar nicht rein, die kennen sich ja alle mit Vorname und manche vergleichen sich jedes Jahr beim Real-Life-Treffen ihre Muttermale und all sowas. Also das ist bei uns nicht so. Wir versuchen wirklich jeden einzugliedern, das heißt nicht den erstmal ins Achtung zu stellen und ihn quasi zum neuen Menschen zu machen. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir versuchen jedem Mitglied schon die Möglichkeit zu geben, seine Vorstellung auch umsetzbar zu machen, solange sie mit der Meinung der Gemeinschaft des Jägerbataillons übereinstimmt und nicht kontraproduktiv ist. Sind wir da wirklich sehr offen. Wer sich jetzt unser Regelwerk durchguckt, der wird da manchmal sagen, mein Gott, das sind aber viele feine Regeln. Das liegt einfach daran, dass man mit 10 Jahren auch schon ganz viel nicht so tolle Sachen erlebt hat und dann immer mal die Regeln ein bisschen anpassen musste. Das ist leider so. Also es ist nicht das Motto, das ist ein alter Clan, da darf ich als Neuling sowieso nichts. Das ist bei uns nicht zutreffend. Hier darf wirklich jeder etwas machen und wir fordern das ein und freuen uns auch darüber, wenn jeder Jäger, der auch zum Vollmember wird, dann auch sich so ein bisschen eigenengagiert. Das fordern und fördern wir.
Wer quasi sagt, Mensch, ich bin eigentlich Missionsbauer, aber ich habe hier nur 3 Leute und ein Server ist so teuer und wir würden ja gerne das und das spielen, und ehe man sich wirklich die Mühe macht, einen eigenen Clan aufzubauen, der vielleicht dann auch scheitert. Also wir haben die Infrastruktur, wir haben die helfenden Vollmember, also Jäger, und wir haben auch ein bisschen Wissen bei uns von den Leuten, die das schon ein paar Jahre machen. Und deswegen kann ich jedem nur sagen, wer gerne Missionen bauen will, Koop-Missionen mitspielen will und wem unser Portfolio gefällt, der soll uns doch gerne mal ausprobieren in der Trailzeit, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und da gibt es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, als man von außen so sehen mag. Da ist wirklich das Motto, man könnte ja mal, also das ist so ein Satz, so ein Anspruch, den wir nicht so gerne haben. Also wenn jemand reinkommt und sagt, also man könnte, jemand könnte ja mal das, das und das machen. Aber ich nicht. Also wenn jemand neue Ideen hat, dann kann er da gerne mit unterstützen, die auch umzusetzen. Das ist so eine Sache, da freuen wir uns immer drüber, wenn es Leute gibt, die das umsetzen wollen und können. Und wir stellen den Rahmen dafür gerne. Ja, wenn jemand sich angesprochen fühlt, kann er immer sofort mit mir Kontakt aufnehmen. Sehr cool. Und auch da sind natürlich alle Informationen unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein, liebe Community. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Aber bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne eine wichtige Frage stellen. Wir sind im Jahr 2020, ja. Vielleicht werden wir es auch nie erleben, beziehungsweise noch sehr lange dauern. Irgendwann wird es kommen. Aber das Thema Arma 4, was wünscht ihr, du dir persönlich? Also ganz ehrlich, mit der Granatmaschinenwaffe und dem MG Lafette habe ich eigentlich, und dem Fuchs mit MG Lafette drauf, habe ich eigentlich alles, was ich mir jemals in Arma erwünscht habe. Hört sich lachhaft an, ist aber so. Ich fände es noch toll, wenn man vielleicht die Panzerfaust 3 mit Laser-Zielentfernungsmesser, wie sie heute nicht in der Truppe ist, aber von Heckler und Koch vertrieben wird, noch als Mod erschaffen könnte. Aber das wäre eine Sahnehaube. Was ich mir wünsche für Arma 4 wäre, dass man möglichst schnell diese ganze sehr umfangreiche Mod-Landschaft, die es jetzt in Arma 3 gibt, jetzt nach mehreren Jahren, möglichst schnell konvertieren könnte. Wenn es nicht so wieder wäre, dass die ganzen Modder wieder von Null anfangen müssten und erstmal 37 Pyramiden neu errichten müssen, bis dann das erste verwertbare Modchen rauskommt. Das ist sowas, was ich wirklich in dreimal Arma jedes Mal erlebt hat. Selbst von OFP, der Schritt zu Arma Assault war ja so, da hatte man die volle Palette am militärischen Material und bei Armored Assault hatte man erstmal nichts mehr. Und ganz am Ende, als das Spiel halbwegs lief, hatte man ein paar Mods. Dann bumm, Arma 2. Dann war Arma 2 CO da, da ging das noch, da hat sich dann eine sehr große Mod-Landschaft aufgebaut, Arma 3 wieder null. Und es hat super lange gedauert, bis man dann wirklich sehr viel Material hatte. Jetzt hat man wieder, sagen wir mal, eine angenehme Masse an Material, sodass man auch wirklich tolle Missionen, tolle Affäre, tolles Flair aufbauen kann. Mein Wunsch wäre wirklich, bitte, 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 macht es irgendwie möglich, dass man das schmerzfrei und ohne großen Qualitätseinbruch irgendwie rüberbringen kann. Dass also bis sich wirklich Gedanken dazu macht, wie können wir die Community da unterstützen, dass die leicht ihre Mods rüberziehen können, dass es da eine Möglichkeit gibt. Das wäre mein größter Wunsch, wirklich, ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall Wunsch, den auch sich wahrscheinlich Modder sehr wünschen würden, wenn die Arbeit einfach rüber transportiert werden kann quasi. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Okay, Wolf, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für das tolle Interview, die Fragen, die du beantwortet hast. Und liebe Community, ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt unter dem Video auch gerne eure Fragen stellen. Man wird darauf eingehen und euch unterstützen und Fragen beantworten. Oder macht es einfach, schaut im Teamspeak vorbei, meldet euch bei den Jungs und Mädels und dann geht alles sein Laufen. Dafür drücke ich euch ganz herzlich die Daumen und nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du heute hier warst, Greywolf. Ja, ich habe in erster Linie zu danken, dass du uns die Plattform gegeben hast, uns nochmal hier darzustellen, vielleicht auch ein paar falsche, sagen wir mal, Eindrücke gerade zu rücken, und freue mich für jeden, der dann auf uns zukommt und sagt, Mensch, ich habe das Video gesehen, fand ich toll, erzähl mehr von euch. Also vielen Dank, dass wir die Plattform haben konnten. Sehr, sehr gerne. Und liebe Community, mit diesen Worten sind wir am Ende dieses Interviews angekommen, tatsächlich schon wieder. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ein großes Dankeschön geht an alle meine Partner, das Native Network und Mahana Live und alle meine Unterstützer und Patreons. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ein Dankeschön nochmal an dich, Greywolf. Und mit diesen Worten würde ich sagen, denkt daran, Leute, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald. Euer Martin und in diesem Fall auch der euer Greywolf. Macht es gut. Ciao. Ciao.